Herzlich willkommen zur Webinar-Serie Teil 2, Review. Mein Name ist Jakob Dierisamer von der Firma Kaleidoskop Eurocom. Wir freuen uns, dass Sie heute dabei sind, bei unserem Webinar eben. Heute der zweite Teil, wo wir uns auf den Schwerpunkt Review fokussieren wollen. Wir haben heute neben einem grundsätzlichen Vorstellung unseres Konzepts natürlich auch einen Live-Teil vorbereitet. Gemeinsam mit mir heute in diesem Call sind die Frau Anita Wilson, unsere Geschäftsführerin und eben auch federführend für die Eurocom Translation Services, für die Implementierung und Nutzung unserer Projekte und Prozesse rund um Review. Und zum anderen unsere Projektmanagerin, Frau Iris Rinner, die eben einen praktischeren Einblick geben wird in das Management von Review-fachlichen Prüfungsprojekten. Ich darf mich zu Beginn nochmal mit einer Vorstellung von der Kaleidoskop-Gruppe, unseren Lösungen und Services einstellen. Sie sehen hier, wir gliedern unsere Dienstleistungen und Produkte in vier Säulen bei der Kaleidoskop-Gruppe. Das heißt, wir betreuen Unternehmen in der ersten Säule bei der Strukturierung ihrer Inhalte. Das heißt, wir sind da zum Beispiel Partner von der Firma Schema, wo es eben auch um die Beratung geht bei der Einführung eines Redaktionssystems, aber zum anderen eben auch, wie Informationen strukturiert sein sollen, damit sie in weiterer Folge eben in die Mehrsprachigkeit, in der Übersetzung effizient und kostensparend verarbeitet werden können und zum anderen dann natürlich in weiterer Folge auch verteilt in den jeweiligen Zielsprachen. In der zweiten Säule dreht sich alles um Übersetzungsdienstleistungen und Services. Also auch eben das Thema Review spielt in dieser Kategorie. Und Sie sehen hier auch, das betrifft dann primär unsere Tochter, die Eurocom Translation Services, Österreichs größtes Übersetzungsbüro, wo wir halt eben für technische Marketingtexte, aber eben auch für die Lokalisierung unterschiedlicher Materialien und Inhalte, Websites, Software, Interfaces etc. Auch Schwerpunkte wie Global SEO und Machine Translation. Alles Elemente, die wir auch in unserer Webinar-Serie abdecken, spezialisiert sind. Und die Säulen 3 und 4, da geht es eben um das Übersetzungsmanagement an sich. Auch hier haben wir einen starken Technologiepartner, STL, wo wir eben führende CAT-Systeme, Translation Management Systeme, kombiniert eben mit Qualitätssicherungsmaßnahmen und Plattformen, unseren Eigenlösungen, eben auch Global Review, das Teil unseres Review-Prozesses ist, und zusätzlich eben im Schwerpunkt Terminologie, zentrales Management von Terminologie für unsere Kunden, auch Aufsetzen von Workflows, Verifizierung von Terminologie etc. Wie gesagt, im heutigen Webinar wollen wir uns auf diese Schwerpunkt Review und da im Managed Services Kontext fokussieren. Was steht jetzt hinter dieser Definition Managed Services? Wir haben das ja im ersten Webinar zum Thema Terminologie schon angeschnitten. Grundsätzlich ist es eben so, dass wir bei Eurocom Translation Services erleben, dass viele Unternehmen gern eben zentrales Terminologiemanagement, zentrale Workflow-Pflege im Terminologiebereich, fachliche Prüfung, Koordination mit allen Kontakten in Zielländern, Einsatz von Machine Translation etc. All diese Themen möchten unsere Kunden gerne machen, aber sie haben A, zu wenig Ressourcen, einfach auch im hektischen Tagesalltag, und B, zu wenig Expertise, das selbst zu machen. Und genau da unterstützen wir unsere Kunden. Das heißt, unsere zentralen Ansprechpartner, unsere Projektmanager sind versiert, nicht nur im Thema Übersetzungsprojekte, sondern eben auch im Thema Prozessmanagement, Verwendung von unseren Lösungen, Einsatz für unsere Kunden. Das heißt kurz, wir managen Ihre Projekte, nicht nur Übersetzungsprojekte, sondern eben auch fachliche Prüfung, Review-Projekte. Wir binden Ihre Kontakte ein. Das sind möglicherweise Kontakte eben Kollegen in Zielländern, möglicherweise Partner wie andere Übersetzungsagenturen, möglicherweise aber auch Experten, fachliche Experten, die in diversen anderen Abteilungen sitzen. Alle diese Beteiligte binden wir ein in diese Prozesse und machen das quasi auf einer monatlichen Abo-Basis, diese Rundumbetreuung im jeweiligen Kontext.
Dieser Managed Services umfassen spezifische Module, wo wir, wie gesagt, Anfang November schon den Terminologiebereich abgedeckt haben. Also wie managen wir unternehmensweit kundenspezifische Terminologieprozesse. Heute, wie gesagt, das Thema Review und Qualitätsmanagement. Und im nächsten Jahr, Jänner und Februar, haben wir dann diese Themen Einsatz von Machine Translation und Global Search Engine Optimization als Managed Services für Sie vorgesehen. Last but not least, als Zusammenfassung all dieser Säulen im März ein quasi Abschlusswebinar gemeinsam mit unserem Kunden der Doppelmayr Garaventa Gruppe, wo wir eben auf diese spezifischen Module, auf diese spezifischen Services aus einer praktischen Perspektive nochmal drauf eingehen möchten. Und auch dazu sind Sie natürlich herzlich eingeladen. Heute aber eben der Schwerpunkt Review. Und da starten wir gern mit dieser Frage, warum eigentlich Review und was hat das eigentlich für einen Sinn, denn intensiv zu pflegen und zu forcieren. Und da ist natürlich diese Qualitätsthematik eine naheliegende. Also Review, fachliche Prüfung im Zielland, wird auch gern dazu gesagt, zielt eben darauf ab, die Qualität der Übersetzungen nachhaltig zu optimieren. Qualität, und da haben wir jetzt eine Statistik von SDL, einer breit angelegten Kundenbefragung, immer wieder mal herangezogen. Qualität ist mit Abstand das Wichtigste. Nicht nur die klassische Übersetzungsqualität, sondern eben auch die kundenspezifische. Und da liegt der Fokus eben gerade im Vergleich zu Übersetzungsdauer und Übersetzungskosten im Vordergrund. Das heißt, unsere Kunden oder die Kunden von SDL machen lieber Prämissen, wenn es um die Thema Kosten geht oder Qualität, Entschuldigung, oder Geschwindigkeit, einfach nur, damit bestmögliche Qualität erzielt werden kann. Und was ist so schwer dran, werden Sie sich fragen? Genau das erklärt Ihnen jetzt meine Kollegin, die Frau Wieser. Anita, bitte. Dankeschön. Genau. Ich nehme an, nachdem Sie am Webinar teilnehmen, heißt das, Sie wissen wahrscheinlich schon, was so schwer dran ist oder haben so Ihre eigenen Herausforderungen beim Thema Review oder fachliche Prüfung. In unserer Erfahrung sind es oft die unklaren Erwartungen der unterschiedlichen Prozessbeteiligten, die das Ganze so schwer machen. Da ist schon einmal die erste Frage, was ist denn eigentlich Qualität? Wir reden hier über Sprache, Übersetzungen und speziell bei Sprache ist es immer so schwierig zu sagen, was ist denn ein guter Text, was ist eine gute Übersetzung, was ist eine schlechte Übersetzung, weil das weil die meisten Personen ein sehr individuelles Qualitätsempfinden haben, wenn es um Sprache geht. Dann ist auch noch die Frage, habe ich wirklich oder darf ich dieselben Anforderungen an unterschiedliche Inhaltsarten haben? Muss wirklich meine komplett neu aufgesetzte, getextete, bebilderte Webseite dieselben Qualitätsansprüche erfüllen als zum Beispiel gewisse Helpdesk-Artikel, wo die User nur wissen wollen, wie sie schnell einen Fehler beheben können, es ihnen aber nicht ganz so wichtig ist, dass sie da einen wunderschönen grammatikalisch richtigen Satz vor sich haben. Und dann gibt es ja auch noch die große Frage, muss man denn tatsächlich alle Inhalte reviewen? Oder würde es nicht auch reichen, einen Teil der Inhalte zu reviewen? Wir haben es auch oft mit Kunden zu tun, die sagen, na, also wenn ich dann schon diese 700-seitige Bedienungsanleitung vor mir habe in meiner lokalen Sprache und ich weiß, ich muss die von vorne bis hinten nochmal genau durchlesen, na, dann habe ich schon überhaupt keine Lust dazu oder einfach auch keine Zeit dazu. Dazu kommt dann noch, wer denn alle in diesem Prozess involviert ist und das sind natürlich eine große Schlüsselgruppe, die Gruppe der Reviewer. Reviewer sind ganz selten professionelle Übersetzer oder Linguisten und ganz oft sind das Mitarbeiter in Niederlassungen oder vielleicht sogar bei Vertriebspartnern im Land, die eigentlich was ganz was anderes zu tun haben. Wir haben bis jetzt eigentlich noch nie ein Unternehmen kennengelernt, wo von vornherein und bevor wir die Zusammenarbeit begonnen haben, in einer Jobbeschreibung
der Begriff Reviewer oder Prüfer von Übersetzungen tatsächlich verankert war. Meistens sind das Mitarbeiter im Verkauf oder administrative Mitarbeiter, Marketing-Mitarbeiter. Die sollen alle ganz was anderes machen und haben daher auch sehr selten Zeit und Muße, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Es werden auch ganz oft Reviews am Abend, am Wochenende gemacht oder auf Flügen, wenn man gerade irgendwo zu einem Business-Termin hinfliegt. Das sind einfach keine optimalen Ausgangsbedingungen für den Review-Prozess. Selten sind diese Personen auch in den gesamten Übersetzungsprozess involviert. Das heißt, oft wissen sie gar nicht, wer die Texte übersetzt hat, was denn schon festgelegte Terminologie ist, dass es Wiederverwendung von Textteilen gibt in einem Translation Memory. Um das auch diplomatisch auszudrücken, sagen wir meistens, es sind einfach auch sie sind unterschiedlich stark daran interessiert, sich am Review zu beteiligen. Wir wollen nämlich auch niemandem Unrecht tun. Es gibt wirklich sehr engagierte Reviewer, die auch den Mehrwert erkennen davon, dass sie diese Review machen, nämlich dass sie wirklich die Materialien dann zur Verfügung gestellt bekommen in ihren Zielsprachen, die sie auch brauchen, um bei ihren Endkunden Erfolg zu haben. Aber es gibt auch andere, denen dieses Thema einfach nicht wichtig ist, beziehungsweise die da eigentlich auch sagen, ich will gar nicht das verwenden, was mir die Zentrale schickt, weil ich finde, das bringt mir eh nichts bei meinen Kunden, die wissen ja gar nicht, was meine Kunden so brauchen. Ich stücke mir das alles selber zusammen oder ich schreibe mir das alles selbst. Und das sind natürlich Dinge, die gilt es zu vereinheitlichen und auch mit guten und einfach lebbaren Prozessen zu versehen, damit der Review-Prozess erfolgreich ist. Das kann auch nur ein Schritt-für-Schritt-Prozess sein und was wir als ersten Schritt mal immer empfehlen ist, dass man mal beginnt, Qualität für sich zu definieren und dann beginnt, diese auch zu messen. Da werden zuerst mal mit dem Kunden zusammen die Erwartungen festgelegt. Also wir arbeiten mit unseren Kunden dann immer sogenannte Content-Profile. Hier sehen Sie das zum Beispiel, da haben wir ein Tier-1-Profil, ein Tier-2, ein Tier-3. Das könnte zum Beispiel sein hochwertige Marketingmaterialien, Benutzerhandbücher, oder Helpdesk-Artikel. Und für jedes dieser Profile setzen wir dann zusammen mit dem Kunden auch fest, wie denn die Qualitätserwartungen oder die Qualität gemessen wird für diese Profile. Wir besprechen dann zum Beispiel so Dinge wie, ist bei diesem Content-Profile wichtiger, dass der allgemeine Eindruck passt? Oder muss das wirklich die Terminologie ganz korrekt eingehalten werden? Und je nachdem setzt man das fest für die Profile und vergibt, kann das auch unterschiedlich gewichten. Und das ist schon mal ein sehr wichtiger erster Schritt hin zum Messbarmachen von meiner Qualität. Dann hat man mal eine Baseline, mit der man starten kann. Man beginnt Qualität zu messen und zwar pro Sprache, auch pro Vendor oder pro Übersetzer und pro Inhaltsart. Und dann bekommt man hier mal, Sie sehen, hier ist schon eine erste Ansicht von dem Tool, das wir verwenden, um die Reviews zu machen, aber da zeigt Ihnen dann meine Kollegin noch in der Live-Demo sehr viel genauer, wie das Ganze aussieht. Die Reviewer lassen sich die Texte im Ausgangs- und Zieltext anzeigen und wenn sie eine Änderung machen, dann müssen sie auch immer noch beurteilen, was war denn jetzt das, welche Art von Änderung war das? Ging es da tatsächlich um einen Terminologiefehler oder hat mir einfach der Stil nicht gefallen und deswegen habe ich ihn geändert? Das wird dann gespeichert und so kann man das dann pro Projekt, pro Sprache und pro Übersetzer sich anzeigen lassen. Und mit der Zeit bekommt man dann eben so Grafiken und Auswertungen daraus, aus der man dann seine Rückschlüsse ziehen kann. Wenn man dann merkt, aha, ich habe hier eine Sprache, da kriege ich eigentlich immer recht zuverlässige Qualität, es gibt keine Ausreißer, zumindest keine Ausreißer nach unten hin, Ausreißer nach oben sind ja immer durchaus auch erlaubt. Ich bin zufrieden mit dem Qualitätslevel und
und bin mir auch sicher, nachdem ich jetzt schon eine gewisse Zeit lang jedes Projekt reviewed habe, ich kann jetzt meine Samplegröße reduzieren. Da gibt es auch wissenschaftliche Studien zu dem Thema. Also man kann zum Beispiel bei gewissen Textsorten genügt tatsächlich eine Samplerate von 5% und von diesen 5% kann man dann Rückschlüsse ziehen auf die Qualität des Gesamttextes. Und es macht natürlich einen Riesenunterschied, ob ich von einem 700-seitigen Manual nur nicht mehr 100% reviewen muss, sondern nur mehr 5%. Da kann ich auch ganz genau einstellen, welche Arten von Segmenten ich reviewen möchte. Also wenn es mir zum Beispiel sehr wichtig ist, dass immer alle Warnhinweise auf jeden Fall gereviewt werden, kann man das einstellen und bekommt dann auch in der Review auch alle Warnhinweise zusätzlich zu anderen Segmenten natürlich angezeigt. Gefallen mir die Segmente nicht oder finde ich, dass die Segmente, die mir zum Sample angezeigt werden, nicht sinnvoll sind, kann man natürlich auch resamplen und bekommt dann neue Segmente vorgeschlagen. Genau. Wenn ich das dann auch wieder eine Zeit lang mache, dann bekomme ich Qualitätskurven und dann kann ich genau sehen, wie es eigentlich mit meinen unterschiedlichen Sprachen aussieht. Also ich habe hier zum Beispiel in einem Beispiel, das rosa ist Englisch. Englisch ist eigentlich immer recht gut dahin geflossen und irgendwann mal haben wir irgendwas gemacht oder irgendwas ist passiert und die Qualität ist wirklich schön nach oben gestiegen. Und da kann man sich dann auch genau anschauen, was war denn das für eine Maßnahme, die man hier getroffen hat. Und zum Beispiel auch nachdenken, aha, da hat eine Übersetzerschulung im vor Ort bei in der Niederlassung stattgefunden. Könnte vielleicht für eine andere Sprache auch interessant sein, um so unsere Qualität zu steigern. Die andere Sprache, das Dunkle, steigt auch stetig an, aber nicht in so einem von so einem hohen Ausgangspunkt. Und dann habe ich die Sprache Spanisch, die Türkise, da stimmt irgendwas überhaupt nicht. Da geht's rauf und runter, da muss man auf jeden Fall genauer hinsehen. Und zusammen mit seinem Dienstleister kann man da wirklich schöne Rückschlüsse auch ziehen, kann sehen, welche Maßnahmen erfolgreich sind und wie man die vielleicht auf andere Sprachen oder andere Märkte replizieren kann oder auch andere Inhaltsarten und hat dann schon mal auch ein gutes Argument, wenn es darum geht, nein, die Übersetzungen sind immer schlecht oder diese Übersetzungen passen überhaupt nicht für meinen Zielmarkt, hat man schon mal Werte und Zahlen und Kurven, die man zeigen kann, um gewisse Bedenken vielleicht auch zu widerlegen oder zumindest zu entkräften. Genau. Als nächstes wird Ihnen jetzt meine Kollegin, die Frau Rinner, zeigen, wie man denn in einem Unternehmen solche Prozesse und dieses strategische Qualitätsmanagement einführen kann. Ja, guten Tag, also mein Name ist Iris Rinner und ich arbeite als Projektmanager bei Europe Translation Services. Ich möchte euch kurz den Service vorstellen, der fachlichen Prüfung. Also mit dem Service, den wir Ihnen anbieten, wird es ermöglicht, die fachliche Prüfung im Zielland durchzuführen. Also das bedeutet, dass Experten den Text auf die Markttauglichkeit im Zielland überprüfen. Mit unserem Tool Global Review wird es ermöglicht, die fachliche Prüfung direkt im Browser durchzuführen. Das heißt, es muss keine Software installiert werden und der Reviewer ist somit an kein Endgerät gebunden. Die fachliche Prüfung wird als Teil des Übersetzungsprozesses zentral bei uns gesteuert und die Beauftragung erfolgt durch die Sendung von automatisierten E-Mails. Wie das dann genau aussieht, darüber sprechen wir etwas später noch. Und einige der wichtigsten Vorteile, die ich gleich nennen möchte, ist das Tracking der Qualitätskategorien, was die Frau Wilson auch schon angesprochen hat, wie Grammatik, Rechtschreibung oder Stil. Und auch die Wiederverwendung, das heißt die Aktualisierung der Translation Memories und der Termdatenbanken erfolgt nahtlos. Ein weiterer wichtiger Vorteil ist auch der, dass wir bei Projektabschluss Ihnen Reports zur Qualitätssicherung zur Verfügung stellen können. Also soweit zum Service. Nun möchte ich kurz auch die Abwicklung vorstellen. Also die Vorbereitung erfolgt auf Eurocom-PM-Seite. Und ist Teil eines definierten Prozesses. Also der Projektmanager setzt das Projekt auf und benachrichtigt den Reviewer, dass das Projekt jetzt zur fachlichen Prüfung zur Verfügung steht.
Einen wichtigen Punkt, den ich jetzt hier auch nennen möchte, ist die Einbindung der Terminologie-Datenbank. Das sehen wir auch gleich in der Demo, wie das Ganze funktioniert. Der Review an sich findet eben auf Kundenseite im Zielland statt und kann ganz einfach in einem Webbrowser durchgeführt werden. Den Änderungen kann der Reviewer seine Änderungen kann er Qualitätskategorien zuordnen und auch kann er an die Übersetzer Kommentare hinterlegen, sollten irgendwelche Unklarheiten auftauchen. Nachdem der Review dann abgeschlossen ist, kommt das Projekt wieder zum Eurocompm zurück. Diese schaut sich die Änderungen an und dann werden sie weitergeleitet an die Übersetzer. Die machen dann die Gegenprüfung. Das bedeutet, sie überprüfen die Änderungen auf die sprachliche Korrektheit und auf die konsistente Terminologie und beantworten eventuelle Fragen. Sollten bei den Änderungen alles in Ordnung sein, dann kommt das Projekt erneut zum Projektmanager. Dieser finalisiert dann die Datei, aktualisiert die Terminologie und auch die Translation Memories. Und somit ist das Projekt finalisiert. Zeige ich Ihnen das Ganze kurz bei unserer Demo. Moment bitte. Ja genau, also was passiert? Der PM, der legt das Projekt auf und dann erhält, wie bereits erwähnt, der fachliche Prüfer eine automatisierte E-Mail mit einem Link. Sobald er auf diesen Link klickt, wird er automatisch auf diese Seite weitergeleitet und kann sich einloggen für die fachliche Prüfung. Genau, das sind wir jetzt. So, das Ganze sieht so aus. In diesem Fall haben wir zwei Projekte, weil dem Reviewer sind zwei Projekte zugewiesen. Also wir kümmern uns jetzt um dieses Projekt. Durch Doppelklick hat sich die Seite geöffnet. Hier sehen Sie jetzt die Datei, die zum Prüfen ist. Der Status ist im Review. Und durch Open Edit kann man direkt auf das Tool zugreifen. Wie Sie sehen, es gibt hier eine Side-by-Side-Ansicht. Wir haben hier eine Spalte, das ist der Originaltext. In der nächsten Spalte haben wir die Übersetzung. Und das hier ist die Reviewer-Spalte, die den Reviewer zur Verfügung steht, um seine Änderungen durchzuführen. Schauen wir uns mal das erste Segment an. Also Getting Started wurde mit erster Schritt übersetzt. Das gefällt dem Reviewer jetzt nicht so gut. Also er möchte es ändern. Dann kann er hier durch den Klick Edit das Segment ganz einfach anpassen. Also das gefällt uns nicht. Wir haben hier, hätten hier lieber das Wort Anleitung. Genau. Und das sind jetzt hier die Qualitätskategorien, von denen wir bis jetzt gesprochen haben. Also hier kann man eben auswählen, warum diese Änderung durchgeführt werden soll. In diesem Fall handelt es sich ganz einfach um Style. Also klicken wir drauf. Die Änderung wurde gespeichert. Und wie Sie sehen, haben wir so eine Art Change Tracking auch. Also hier sehen Sie, dass dieser Teil wurde durchgestrichen und hier ist die neue Übersetzung. Dann schauen wir in das nächste Segment. Das geht in Ordnung. Das hier hingegen, okay, also da wurde Fotoprinter mit Fotodrucker übersetzt. Das gefällt dem Reviewer jetzt nicht so gut. Er hätte lieber Bilddrucker oder so irgendwas und möchte hier eine Änderung durchführen. Und was passiert dann? Wie Sie sehen hier, gibt es ein neues Fenster und das ist eben die Terminologie-Datenbank, die eingebunden wurde. Und hier kann man ganz klar sehen, dass aber Fotodrucker der festgelegte Term ist. Hingegen Bilddrucker ist rot markiert, das ist eigentlich verboten. Also diese Änderungen können wir nicht durchführen. Außer der Reviewer entscheidet jetzt, dass er in Zukunft einen neuen Term einfügen möchte oder irgendeine bestimmte Änderung, dann kann er hier durch ein Kommentarfeld eine Änderung vorschlagen. Also in diesem Moment wollen wir hier keine Änderungen machen, schließen es durch Cancel. Schauen wir weiter. Soweit passt alles, also der Reviewer ist mit der Übersetzung einverstanden. Nur hier, also AC Power Adapter wurde mit Adapter übersetzt. Das gefällt ihm jetzt auch nicht so gut. Das möchte er gerne ändern und er möchte, dass hier
AC-Netzteil verwendet wird. Das findet er besser. Also ja, es ist jetzt eigentlich eine Terminologieänderung, es wird jetzt gespeichert. Und hier verwenden wir jetzt auch noch einen Kommentar, eine Kommentarfunktion, die ja für den Projektmanager und auch für den Übersetzer in Crosscheck hinterlegen kann. Also in diesem Kontext immer AC-Netzteil verwenden. Gut, das wird jetzt gespeichert. Wie Sie sehen, sobald ein Kommentar hinterlegt wurde, färbt sich auch diese Sprechblase in grün. So, jetzt ist der Reviewer mit seinen Änderungen einverstanden und dann kann er hier durch Klick auf dieses Fenster das Projekt abschließen. Nun, was passiert jetzt? Also, nachdem er den Review abgeschlossen hat, erhält der PM, also wir erhalten dann wieder eine automatisierte Benachrichtigung, das Projekt abgeschlossen ist. Und was wir dann machen, wir schauen uns, wie gesagt, die Änderungen an und schicken sie dann weiter an die Übersetzer für den Crosscheck. So, das war jetzt im Schnelldurchlauf ein Überblick, wie die fachliche Prüfung auf der Reviewer-Seite aussieht. Dann übergebe ich das Wort wieder an meinen Kollegen. Dankeschön. Ja, sehr gut. Wir springen wieder zurück in die Präsentation. So. Und fahren fort. Sie werden sich sicher jetzt fragen, das ist ja alles schön und spannend und hilft uns wahrscheinlich auch, unsere fachlichen Prüfungsprozesse zu optimieren. Wie sieht jetzt so ein Subscription-Modell, so ein Abo-Modell in der Realität aus? Und wir haben da jetzt mal einen Überblick von diesen verschiedenen Levels, wie wir sie anbieten, vorbereitet. Das heißt, wir versuchen individuell auf die Anforderungen unserer Kunden einzugehen. Sprich, wie viele Projekte, für welche Sprachen möglicherweise sollen da in einem gewissen Zeitraum eben fachlich geprüft werden im Ziel. Das heißt, das kann jetzt eben variieren von Unternehmen zu Unternehmen, weil es nicht möglicherweise in jedem Land, jedem Ziel und jemand ist, der diesen Review, diese fachliche Prüfung übernehmen kann. Möglicherweise auch nicht alle Inhalte gegengecheckt werden sollen. Genau diese Gegebenheiten nehmen wir in Berücksichtigung. Und da schnüren wir eben diese Pakete. Und Sie können hier zum Beispiel sehen bei Level 1, das ist quasi so das Einsteigermodell für Unternehmen, die eben weniger als 25 oder bis zu 25 Review-Projekte pro Monat haben, die jetzt auch nicht so komplexe Anforderungen haben, was zum Beispiel die Oberfläche betrifft, wo es okay ist, wenn da jetzt eben Google Review von Kaleidoskop steht und nicht Ihr Kundenlogo. Wir bieten im Zuge dieser Pakete eben, Sie sehen das dann auch, technischen Support und User Support an. Also je nach Paketgröße ist das dann eben zeitlich beschränkt. Oder halt, falls Sie das für alle Projekte, für alle Zielländer, für alle Sprachen wollen, unbegrenzt. Wir haben auch schon angesprochen, die Terminologie-Einbindung während der Prüfung. Das ist auf jeden Fall ein Feature, das bei allen Levels angeboten wird. Im Gegensatz zu diesem Reporting, die wir auch schon angesprochen haben. Das heißt eben diese Business-Intelligenz, welche Änderungen wurden gemacht, welche Kategorie, sind das stilistische, sind das terminologische. Wenn Sie eben dieses Know-how haben wollen, diese Information, dann ist das in Level 2 und 3 enthalten. Das heißt, das Pricing ist individuell. Hinter diesen Level stehen dann eben Größen. Und da haben Sie jetzt eben nur, damit Sie eine Zahl auch haben, das Level 1 für diese kleinste Stufe. Da reden wir dann von ein paar hundert Euro im Monat, die eben mit, in dieser Pauschale enthalten sind, wo aber eben auch unsere Projektmanagementaufwände enthalten sind zur Koordination der Projekte. Wenn Sie da noch spezifische Fragen haben, bitte melden Sie sich bei uns. Sobald wir Ihre Anforderungen kennen, können wir dann natürlich maßgeschneidert auf Basis Ihrer Anforderungen ein Paket schnüren. Und bevor wir jetzt zu den Fragen übergehen, da sind jetzt auch bei unserem Chat schon einige reingekommen, sehe ich, noch eine kurze Zusammenfassung. Wie gesagt, das Kernprojekt oder das Kernprinzip vielmehr von unserem Review, von unserer Review-Plattform ist, wir wollen Ihnen quasi die Arbeit abnehmen, wir wollen Ihre Prozesse steuern, wir wollen Sie dabei unterstützen, eben von diesen punktuellen Qualitätschecks und Änderungen
zu strategischem Qualitätsmanagement bei ihren mehrsprachigen Inhalten zu kommen. Wir wollen alle Beteiligten einbinden. Das heißt, wir koordinieren alles drumherum, ihre Projektmanager, ihre Reviewer, möglicherweise Freelance-Übersetzer, alle werden da berücksichtigt. Sie haben einen zentralen Ansprechpartner, eine Ansprechpartnerin, nämlich ihren persönlichen Eurocom Translation Services Projektmanager. Und wir passen ihre Prozesse dann eben ihren Prozessen an. Das heißt, welche Inhalte in welche Zielsprachen wie gereviewt werden sollen. Und wie gesagt, vollwertig integriert. Das heißt, wir pflegen dann natürlich auch gern ihre Terminologie und stellen die dann eben auch im Zuge des Reviews bereit. Gut, soweit der Überblick. Dann springen wir mal in die Q&A-Session rein. Ich schaue mal kurz in die Fragen. Der erste wäre, welche Preise gibt es da? Das habe ich ja schon versucht, ein bisschen abzuhandeln. Also wie gesagt, der Kerngedanke ist, dass auf Abo-Basis, auf monatlichen Zahlungen, wo eben jetzt nicht nur quasi Verwenden der Plattform inkludiert ist, sondern auch die Betreuung ihrer Prozesse durch den Projektmanager. Wir haben natürlich auch Unternehmen, die sagen, wir wollen diese Review-Prozesse selbst gestalten. Dann können Sie natürlich bei Kaleidoscope, bei der Software-Mutter, auch diese Lizenzen selbst eben erwerben und können dann diese Plattform eigenständig für Ihre Beteiligten einsetzen. Gut, dann schauen wir mal. Die nächste Frage wäre zu den Reviewer-Schulungen, die wir auch kurz angesprochen haben. In welchen Sprachen werden die angeboten? Anita, Iris, darf ich jetzt gleich an euch übergeben, diese Beantwortung? Gerne. Ja, die Sprachen, die angeboten werden, sind Deutsch und Englisch. Einfach deswegen, weil die Reviewer ja tatsächlich schon zumindest eine dieser Sprachen sprechen sollten, um Review erfolgreich zu machen, weil sie ein gewisses Verständnis der Ausgangstexte auch haben sollten. Also es ist in der Plattform möglich, denn auch wenn der Ausgangstext Deutsch war, auch eine englische Übersetzung mit einzublenden, wenn denn diese schon angefertigt wurde natürlich. Ja. Und wir haben natürlich Reviewer, die gegen den englischen Text reviewen. Daher bieten wir auch diese zwei Schulungssprachen an. Ja, genau. Also kann ich nichts mehr hinzufügen. Also bis jetzt machen wir die Schulungen meistens auf Englisch, aber wie gesagt, auch Deutsch können wir anbieten. Genau. Gut. Anita, ich glaube, wir haben noch eine weitere Frage gerade reinbekommen im Chat. Magst du die gleich? Genau. Also da gibt es eine Frage zum Thema Abhandlung, und zwar, wer bestimmt denn eigentlich die Deadline von Review-Projekten? Ja, also genau. Ich kann hier meine Erfahrungen teilen. Also den Kunden, den ich betreue, da haben wir von Anfang an eben festgelegt, dass die fachliche Prüfung in etwa 5 Tage lang dauern sollte. Also bestimmen tut das schon der Kunde gleich bei Projektstart. Immer wieder, dass die 5 Tage nicht ausreichen, weil die Reviewer sind oft auf Reisen oder in Konferenzen und Fall zu Fall mit dem Kunden besprochen. Also das letzte Wort liegt dann beim Kunden. Das heißt, manchmal die Übersetzung, die nicht geprüft ist, in der Zwischenzeit schon zu haben, und wir reichen dann die fachlich geprüfte Übersetzung auch in einem zweiten Moment nach. Aber es ist halt ganz wichtig, ja, wie bereits erwähnt, dass das vom Projektstart gleich festgelegt wird, wie lange in etwa die fachliche Prüfung dauern soll. Genau. Und das Feine an dem Ganzen ist ja, dass wir können die fachliche Prüfung ja schon ankündigen, wenn genau. Die Texte von unserer Seite in die Übersetzung geschickt werden. Das heißt, wenn es da Proteste gibt, hören wir sie dann meistens schon vorab, genau. Und können das dann klären, während die Texte noch übersetzt werden. Genau, das stimmt. Ja, also das, Frau Wilson hat vollkommen recht. Wir geben auch meistens oder immer, sobald wir die Texte haben, schon eine Vorankündigung, damit die Reviewer wissen, in einer Woche circa wird die Übersetzung auf Global Review für die fachliche Prüfung zur Verfügung stehen. Genau. Jetzt ist noch eine Frage reingekommen. Dürfen wir die noch kurz behandeln? Genau. Und zwar ist nämlich auch eine sehr wichtige Frage. Wer hat das letzte Wort bei Änderungen? Ja, dann kann ich auch wieder meine Erfahrung teilen. Es ist nämlich so, ja, der
Der Reviewer macht Änderungen und wie gesagt, dann kommen diese Änderungen wieder zurück zu den Übersetzer, die machen dann diese Gegenprüfung, ja, und sie kontrollieren eben auf die sprachliche Richtigkeit, terminologische Konsistenz und auch weitere andere Punkte werden kontrolliert. Und manchmal ist dann halt der Fall, dass diese Änderung nicht mehr konsistent ist mit der CERN-Datenbank, ja. Und in diesem Fall müssen wir halt dann wieder Rücksprache halten mit dem fachlichen Prüfer, ob es sich sicher ist, dass diese Terminologie wirklich geändert werden soll, weil das spiegelt sich ja dann in den weiteren Übersetzungen, die bereits da sind oder die in Zukunft kommen. Das muss man dann alles berücksichtigen. Grundsätzlich wird auch hier also immer ein, ist sehr wichtig, immer der Dialog zwischen Kunden und fachlichen Prüfer, ja. Das letzte Wort, ja, das liegt dann meistens beim Kunden. Genau, aber es ist auch immer spannend und den ganzen Prozess zu verfolgen. Und es ist eigentlich eine sehr gute Lösung, um eben für die Zukunft eine konsistente Terminologie zu haben. Und das Ganze wird eben dadurch, dass die CERN-Datenbank in GlobalView eingebunden ist, wird das alles nahtlos dann beim Projektabschluss immer aktualisiert. Genau. Super. Dann sind wir ja jetzt auch genau in der Zeit. Ich bedanke mich vielmals bei allen Beteiligten für diese spannende Session. Wenn Sie noch Fragen haben, bitte melden Sie sich. Unser Marketing wird sich bei Ihnen mit dem Follow-up zu diesem Webinar melden, auch mit der Aufzeichnung und den Slides, diesem Folienset von heute. Ich darf Sie aber auch herzlich einladen im neuen Jahr zu unseren weiteren Modulen zum Managed Services Schwerpunkt Machine Translation, also wie können Sie eben mit Ihren individuellen Anforderungen Translation Memories, Terminologie, neuronale Machine Translation nutzen. Auch das betreuen wir quasi für unsere Endkunden, binden wir für spezifische Inhalte in den Übersetzungsprozess ein. Nicht für alle wohlgemerkt, so viel darf schon verraten werden. Und zum eben zum vierten Schwerpunkt, bevor wir dann mit dem Kundenwebinar das abschließen, dieses Thema Global Search Engine Optimization, also eben welche spezifischen Wörter oder Suchbegriffe müssen in den Zielsprachen gewählt werden, damit sie eben nicht nur im Deutschen oder nicht nur im Englischen, sondern auch in allen anderen Zielsprachen und Regionen ganz vorn gerankt sind bei Google und Co. In diesem Sinne bedanken wir uns nochmal herzlich für Ihre Teilnahme heute. Wir freuen uns auf Ihre Anfragen und Fragen und wünschen noch einen schönen Tag. Danke, wiederhören. Bis zum nächsten Mal, wiederhören.